Ich habe mich für Solarmodule von der Firma Enjoy Solar entschieden. Die haben eine Leistung von 200 Watt bei 20,25 Volt. Heute geht es um die Solaranlage. Ich habe hier zwei Solarpanelen mit jeweils 200 Watt. Einmal die Durchführung für das Dach und ein Verlängerungskabel bzw. ein Verbindungskabel, um die Solarpaneele in den Innenraum zu verlegen. An dieser Stelle werde ich die Kabeldurchführung vornehmen, damit ich dann schön den Kabel hier in den Innenraum verlegen kann. Werde ich hier, um das mittig zu treffen bzw. die richtige Position zu treffen, werde ich hier von innen einmal durchbohren, dann weiß ich, wie ich oben nachher die Durchführung zu setzen habe. Die Kabeldurchführung werde ich hier positionieren. Dafür werde ich, wie gesagt, hier durchbohren, das Loch vergrößern, damit die beiden Kabel durchpassen und mit Silikon die Haube oder die Kabeldurchführung hier versiegeln. Wir haben ein Loch, 30 mm groß. Da werde ich locker die zwei Kabel durchkriegen. Ich habe jetzt schon mal eingezeichnet, wo die Durchführung sitzen wird. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen, muss mein Finger da, jetzt muss ich noch ein bisschen die Fläche sauber machen, damit das Silikon da später auch gut haftet. Darum habe ich mir das jetzt mal eingezeichnet, ein bisschen einschmirgeln den Lack und dann sollte das nachher dicht sein. Was haben wir? Wir haben weißen Silikon, wir haben eine Durchführungstülle und ein bisschen Band, um das Ganze nachher noch zu fixieren. Jetzt werde ich zunächst das Silikon auf die Tülle, auf die Durchführungshaube auftragen. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja. Das ist Silikon. Und jetzt. Die Solarmodule habe ich auf einem Dachgepäckträger installiert, der 2,80 Meter lang und 1,50 Meter breit ist. Tell me different, you are my heart.
Die Solarmodule sind installiert und ihr seht, dass ich sie an die PowerOak AC200P angeschlossen habe. Wenn jetzt noch etwas Sonne scheinen würde, würde die Solarmodule auch die PowerOak aufladen. Wie ich das weiter umsetze mit der Elektrik im Campervan, könnt ihr in einer meiner nächsten Folgen sehen.